Am 11. Juli 2016 leitete Thomas Icke Hessler das erste Training von Club Italia. Jetzt sind knapp 9 Monate vergangen und wir wollen natürlich mal wissen, was sich seitdem so getan hat im Club, aber auch privat. Sie sind zurück in Berlin. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen? Ja, erstmal danke der Nachfrage. Mir geht's gut, ich bin zu Hause, bin wieder nach Hause gekommen, sagen wir mal so, nach über 30 Jahren und habe ja, wie Sie schon sagten, am 11. Juli meinen Job hier angefangen bei Club Italia. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Die Mannschaft hat in den Dreivierteljahr, wo wir jetzt zusammen sind, sich unheimlich gut entwickelt. Wir sind jetzt im Moment, Stand jetzt, für ein paar Stunden Erster mit 2 Punkten Vorsprung vor Brandenburg. Und nein, so kann es weitergehen. Wir wollten uns oben fest beißen, das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt wollen wir natürlich in den letzten 7 Spielen nochmal alles geben, um ja eigentlich das Ziel, was wir, glaube ich, alle anstreben, mit um den Aufstieg zu spielen. Sie haben es angesprochen, heute gewonnen, 7 Spiele jetzt in der Rückrunde, 4 gewonnen, 3 unentschieden. Zufrieden soweit? Und worauf kommt es jetzt beim Rest der Saison noch an? Na, jetzt musst du clever sein. Zufrieden bin ich nicht ganz, weil wir haben wieder viele Punkte verschenkt. Wir hatten auch heute wieder... Ich weiß nicht, wie viele Chancen ausgelassen, hätten viel höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Daran müssen wir noch arbeiten, dass wir noch geiler wären auf Tore machen, weil wir sonst alle die Chancen uns hervorragend rausspielen, uns aber dafür nicht belohnen. Und das müssen wir halt noch verbessern. Und da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, sage ich mal, zum nächsten Spiel. Wir haben jetzt 14 Tage Pause. Und ja, wir wollen natürlich in den letzten 7 Spielen noch alles geben, was ich eben schon sagte, und versuchen uns, so lange wie es geht, halt oben festzubeißen und so müssen wir halt weiter arbeiten und an das Ziel glauben, was man vor sich hat. Der Verein hat ja ganz klar das Ziel, dass man so schnell wie möglich nach oben kommen will, auch durch die Ligen klettern möchte. Glauben Sie, dass der Kader jetzt gerade auch das Zeug hat, in der Landesliga zu bestehen, beziehungsweise dann auch oben mitzuspielen? Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, wir hatten in den Freundschaftsspielen, wir haben gespielt gegen Falkensee Finkenkrug. Die sind 2 Ligen über uns, haben 6-5 gewonnen, obwohl das jetzt nur eine Vorbereitung war. Aber wir haben gesehen gehabt, dass wir, wenn wir konzentriert sind, wenn wir an unsere Stärken glauben, dann können wir mit jeder Mannschaft mithalten, die vielleicht sogar auch eine Liga oder vielleicht sogar 2 Ligen höherklassig spielen. Ich habe eine starke Mannschaft, nur ich muss Ihnen immer wieder erklären, dass Sie von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde immer arbeiten müssen. Dass man sich jedes Spiel von Neuem immer wieder den Erfolg erarbeiten muss. Und da so langsam entwickelt sich die Mannschaft, so wie ich mir das vorstelle. Klar gibt es immer wieder Kleinigkeiten, wo man verbessern kann, das weiß ich ja auch. Aber so, wir sind auf einem guten Wege und und ich denke mal, mit dem Kader, so können wir auch die nächste Liga ganz gut bestehen. Natürlich muss man da gucken, ob der eine oder andere noch dazukommt. Aber so der größte Teil, würde ich sagen, der steht eigentlich schon fest, ja. Kommunikation zur Mannschaft, finde ich, ist ein interessantes Thema. Gibt es da auch mal Phasen, wo Sie vielleicht auch mal aus Ihrer Profikarriere irgendwie was erzählen, auch um die Spieler zu motivieren, dass man da Tipps gibt? Ja, natürlich. Es ist ja da gerade das, wenn man erfolgreich gewesen war oder wenn man eine lange Karriere hinter sich hat, den einen oder anderen Titel gewonnen hat, dann natürlich kannst du da den Spielern das mitgeben und erzählen, wie das ist, wenn man erfolgreich ist, was das für eine Euphorie in jemanden auslöst. Und ich versuche dann halt durch meine Art und Weise oder wie ich das erlebte oder erlebt habe, den Spielern mitzugeben und so sie halt zu motivieren, dass man erstmal für den Erfolg arbeiten muss, alles geben muss. Und wenn man dann erfolgreich ist, ist es ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich war damals beim Mannschaftsabend Ihres Teams, wo Sie im Dschungelcamp waren und da hat jeder immer erzählt, der Icke, der ist so, das gehört dazu, der Icke. Wie ist das, wie nennen Sie eigentlich die Spieler? Also haben Sie da irgendwie bestimmte Regeln aufgestellt oder sagt einfach jeder Icke? Nein, also für die Spieler bin ich der Trainer, da muss man ja auch schon einen kleinen Unterschied machen. Für den einen oder anderen älteren Spieler, der darf dann auch mich duzen, das ist nicht das Problem. Aber so die jungen Spieler, weil ich habe eine relativ junge Mannschaft habe, da bleibt es bei dem Trainer. Man muss ja auch eine gewisse Respektsperson für die Mannschaft sein und dass da nicht jeder machen kann, was er will. Nach unserem Stand haben Sie einen Vertrag bis Juni 2018. Wie sieht die Zukunft für Sie persönlich aus? Ich gehe davon aus, dass man sie nächstes Jahr auch auf der Trainerbank sehen wird, aber vielleicht auch noch weiter in die Zukunft geschaut. Wie sieht es da aus? Ja, Stand jetzt habe ich einen Vertrag bis 2018 und jetzt haben wir ja erstmal angefangen, bin jetzt ein Dreivierteljahr hier. Der Verein, der baut sich ja gerade selbst auf. Die zweite Mannschaft ist jetzt dazugekommen. Jetzt wollen sie schauen, dass sie Jugendmannschaften dazu holen, dass dann auch der Verein, sage ich mal, für die Zukunft dann auch Spieler groß zieht, sage ich mal, die sich mit den Vereinen identifizieren. Ich finde das ganz wichtig, dass man Jugendmannschaften installieren sollte, auch woanders überall, weil man sieht ja auch bei Profimannschaften, was das nachher bringen kann, wenn junge Spieler hochkommen und die dann auf einmal explodieren. Und ich meine, da gibt es ja die Bender-Brüder von München oder
oder die jetzt bei Leverkusen und Dortmund und so weiter und so fort. Da kann man en masse aufzählen. Aber ich finde das wichtig für den Verein, der sich jetzt da gerade entwickelt, in der Phase halt auch Jugendspieler dazu zu holen. Und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg und das ist momentan der Stand. Also ich habe 2018 noch Vertrag. Wenn alles gut läuft, sage ich mal, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig und wir sollten aufsteigen, dann freue ich mich natürlich auf die neue Saison dann. Bedanke mich sehr und ja, bei allen Zielen natürlich viel Erfolg. Dankeschön.